Hallo, hallo. Hi Leute, endlich wieder zu Hause, endlich auf der PlayStation VR, nach sehr vielen Ausflügen auf dem PC in der letzten Woche. Das erste Spiel des Jahres, das ich mir angucken kann, Eclipse Edge of Light. So schaut's aus. Ihr schaut Mofan VR, mein Name ist Mo Tensen. Und... Aha. Zurück. Neues Spiel. Interessant. So, Edge of Light kommt am 14. raus, am Dienstag. Einer der ersten Titel, High Mert. Mert. Und wird 15 Euro kosten. Und hat eine ganz witzige History hinter sich, denn das ist ein Spiel, das wurde eigentlich ursprünglich für die PlayStation VR angedacht. Hey Tammy. Und dann hat gemeinerweise, hi Bernie, oh guck mal, stürzt was ab, hey Markus, dann hat gemeinerweise Google, boah, ist gerade ganz schön laut, sorry, gemeinerweise Google die Exklusivrechte gekauft dafür, ja? Und obwohl das für die PlayStation VR geplant war, ist es dann erstmal für Dream... Hi, Feuerlilie. Feuerlilie. Für Dream... Wie hieß denn das? Dream Wave? Nee. Dreams... Auf jeden Fall die mittlerweile tote VR-Mobile-Plattform von Google ist es rausgekommen. Später gab es noch für die Oculus Go und für Gear VR eine Adaption. So, High Fall, geil. Und jetzt ist das Ding aber wieder zurück auf die PlayStation gekommen und das kommt auch demnächst für PC und so raus, ne? Und es ist also ein Mobiltitel im Kern. Hallo Thomas. Und deswegen müssen wir auch unsere Erwartungen hier ein bisschen anpassen, ja? Das wird jetzt keine High-End-Grafik sein. Für mich besonders interessant, ich habe die letzten Tage nur super high-endige Spiele gespielt. Gestern Abend habe ich zum Beispiel einfach für mich alleine nochmal Stormland gespielt. Ah, Great hat's auf der Go gespielt, okay. Ich habe das Gamepad in der Hand übrigens und genau wie bei der Go, ich weiß nicht, ob ihr meinen Arm hier sehen könnt, den rechten, hängt der Arm, hi Guido, jetzt in einem, wie so ein 3-DOF-Controller hier so fest, ja. Hi Christian. So, der linke Arm hängt hier ganz unten, der macht aber nichts. Nö, der hängt erstmal nur so rum, komisch. Okay, aber... Wir können uns mit dem linken Stick bewegen und mit dem rechten gibt es hier so fröhliches Snap-Turn. Ich gehe mal ein Stück geradeaus. Ihr müsst mir mal sagen, ob ihr mich gut hören könnt. Was wir nämlich nicht machen können. Oh shit. Entschuldigung, ich habe kurz ins Menü gewechselt. Wenn ich das Touchpad drücke, zack, gibt es nämlich die Option. Und was hier allerdings nicht vorgesehen ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise Ton einstellen kann, ja? Ich kann also nichts an der aktuellen Lautstärke ändern. So, wir können aber für Leute, die mit der Free Locomotion, die hier drin ist, Probleme haben, kann man eine Vignette einstellen in Form dieses Helmes. Passt mal auf. Zack. Könnt ihr das sehen auf YouTube? Ich habe jetzt hier so einen krassen Helm auf. Und den kann man sogar noch erweitern, wenn ich sage Iris. Passt mal auf, ist lustig. Dann geht ja auch noch so eine Iris zu. Ja? Und dann sehe ich wirklich ganz schön tunnelig. Ich weiß nicht, ob ihr den Helm mit im Blickfeld habt. Ja? Um 12 Uhr? Wie meinst du das, Mert? Na gut, ich schalte den Helm jetzt wieder aus. Ich brauche ihn nämlich nicht. Ne? Zack, zack. Ach so, Mert, ja. Die haben nur einen Namen gezeigt. Ey, Weihnachten kommt das Ding raus. Ich würde vorschlagen, Mert, du beschäftigst dich dieses Jahr erstmal mit anderen Sachen. Wenn du jetzt jede Minute auf eine PlayStation 5 wartest, wird das da ziemlich lang. Sensibilität suchen, das weiß ich nicht, was das sein soll. Schleppend, normal, schnell. Ich lass mal auf schnell. So, und das war's aber auch schon mit den Optionen. Ne? Also wir können uns eine lustige Vignette einschalten. Oh, jetzt habe ich vor lauter Schreck das Spiel verlassen. Na gut. Sorry. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht wieder ganz von vorne an. Das war merkwürdig. Es geht ja schnell.
Ja, doch, er fängt wieder von vorne an. Na gut. Sorry. Zum Glück haben wir noch nicht viel gemacht. So, und was ich gelesen habe, ist ganz lustig. Die Drehung geht nicht flüssig, soweit ich das gesehen habe. So, wir müssen nochmal das Intro ertragen, hilft jetzt nichts. Das Team, was hier dieses Spiel gemacht hat, ja? Aua. Das sind nämlich alles ehemalige Studio Santa Monica Entwickler, ja? Also die Leute, die God of War gemacht haben. Und auch der Typ, der den Sound hier gemacht hat und so, ist irgendwie ein alter Veteran-Dude und so. Also trotzdem das jetzt erstmal sehr einfach aussieht, ist das ein Spiel, was zumindest im Mobilmarkt auch sehr viel Lorbeeren eingeheimst hat. Ja, bin ich echt mal gespannt, was sowas dann jetzt auf einer PlayStation kann. Achso, was übrigens aber interessant ist, das habe ich noch gar nicht gesagt. Hi Martin. Tatsächlich, ich habe ja eine PlayStation Pro und die Grafik, seht ihr, die ist sehr low-poly, ne? Wie auf Mobile, kein Wunder. Sie haben aber zusätzlich Bump-Mapping gemacht. Das bedeutet, die Flächen sind so ein bisschen mit so einem 3D-Grafik-Trick versehen, der ihnen ein bisschen Struktur verleiht. Ich finde allerdings, wir kriegen jetzt hier so eine lustige Kugel. Hi, Happy. Ja, ich finde allerdings, dass das, könnt ihr das sehen hier, auf den Wänden sind so Strukturen, ne? Und ich glaube, auf den mobilen Geräten war das halt jetzt nackt gerade. Zack. So, wir können so ein bisschen fliegen, indem wir X drücken. Da, ja. Und ich gehe ganz normal mit dem linken Stick nach vorne, mit dem rechten haben wir Quick Turn. Hi Clint, ich gucke jetzt extra nochmal, ich hoffe, ich beende das Spiel nicht wieder aus Versehen. Das Snap Turn, ach glatt, guck mal an. Ah, hier, hat da eben jemand gefragt. Also, wir haben auch Smooth Locomotion, habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich bin aber kein Fan von Smooth Locomotion, ja. Das ist der Moment, wo mir doch immer ein bisschen komisch wird im VR. Also stelle ich, wenn es recht ist, jetzt doch wieder die 15 Grad Quick Turn ein, das ist mir lieber. So, ich werfe, indem ich hier... So, okay. Ich halte den Trigger fest und wenn ich ihn loslasse und hier so eine Bewegung mache mit der Hand, dann werfe ich diese Kugel und da hinten baut sich gerade was zusammen. Und was ich aber ganz angenehm finde, ich spiele gerade auf einer PlayStation Pro und die Grafik ist nicht komplex und sie haben netterweise hier die Auflösung echt auf Anschlag gedreht. Ja? Es ist alles kristallklar. Ich sehe hier keine einzige Kante, kein Jitter, nichts. Sieht alles perfekt aus. Sollte es aber auch, ne? Also bei der Grafik Polygon-Count-Geschichte. SOS-Pilot. Ship hit by beam of light. By beam of light. Heading north to the tower for safety. Okay. Also, der abgestürzte Pilot wurde von einem Lichtstrahl getroffen. Ich weiß gar nicht, was mit uns ist. Und genau, hier kriegen wir noch beigebracht, dass wir ein bisschen fliegen können. Vor die Pink Floyd Musik. Und diese Dinger hier kann ich scannen, indem ich Trigger drücke. Und sie dann mit dem Kopf angucke. Einst wurde dieser Planet verwüstet. Nun ist es Zeit, seine Wunden zu heilen. Na gut. Heilen wir die Wunde an. Oh, 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 oh. Ja, hier. Ah. So, man darf hier aber grafisch jetzt keine Wunder erwarten. Ne? Das ist Mobile-Zeug. Wirft das Artefakt auf eine Gravitationsenke, um sie zu aktivieren. Scheiße. Na gut. Scannen wir nochmal die Statue. Wer nicht reinen Herzens ist, wird bis ans Ende der Tage sein Leben hier fristen. Was? Zack. Derjenige, der während der Eclipse das Artefakt hält, besitzt die Macht, den Planeten zu heilen oder ihn zu zerstören. Warte mal, bin ich das jetzt? Ist das hier das Artefakt? Haben wir eine Eclipse? Nee, gerade nicht. Dann gehen wir. Ey, ich habe gestern 2 oder 3 Stunden
Stormland gespielt. Ja, ist schon ein bisschen Umstellung hier von der Grafik her. Wirft ein Artefakt auf dieses Material, damit es sich verändert. Okay. Springen wir mal hoch und werfen das Artefakt. Oh, es wird zu einer Plattform. Sehr schön. Aber wir können nämlich nicht unendlich schweben. Wir können nur so viel schweben, wie der blaue Balken hier anzeigt. Zweimal auf das R2 tippen. Dann haben wir das Artefakt wieder in der Hand. Die linke Hand übrigens, ne, die bewegt sich nur, wenn die PlayStation hier Lust hat. Also die Programmierung, die kann ich nicht bewusst steuern. Bisschen merkwürdig. Wieso ist denn überhaupt da, wenn ich die gar nicht benutzen kann? Ach doch, guck mal. Wenn ich dieses Schwebeding mache, dann geht die linke Hand auch nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ihr die seht. Die ist auch bei mir krass am Bildschirmrand. Ja. Ihr könnt sie nur sehen, wenn ich runtergucke, glaube ich. Rote Gravitationssenkungen stoßen das Artefakt ab. Ah. Scheiße. Ah. Okay. Da komme ich aber nicht hoch, oder? Was soll denn das hier? Na, na, na. Doch, reicht. Achso, ich muss ein bisschen Zeit vergeben, bevor ich weiter schwebe. So, aber ja, wir können uns relativ frei bewegen. Das ist doch schon mal nett, ne? Ich dachte, bei so älteren Mobile-Titeln, da kann man sich nur durch die Gegend teleportieren oder so. Alles okay. Hi. Fahrstuhl. Ist auch tatsächlich, es wurde mir noch nichts erzählt oder so vom Spiel, ne? Also außer die Sachen, die ich mir hier durchlesen kann, wenn ich was gescannt habe, weiß ich nur, dass irgendein Raumschiff abgestürzt ist. Yay. Hi Jens. Ich kann Sachen zerstören, das war schon mal toll. Sachen zerstören ist immer gut. Übrigens, das findet immer so selber das Ziel, ne? Ich muss da nicht groß drauf zielen. Stell dich auf die Druckplatte. Mach ich. Lagere Staub ab, den du... Oh, sorry, das war zu schnell. Da erscheint jemand. Hallo? Wer sind Sie denn? Schon wieder weg. Na gut. So, falls jemand hier diese Glyphen entschlüsseln kann, immer raus mit der Sprache. Mir sagen die nichts. Ich hau die Vasen kaputt. So, schön. Wirf das Artefakt auf das Objekt, um es zu zerstören. Boom, fantastisch. Hey, darunter ist eine Kuh. Und die weggeht. Hallo? What the fuck? Aber Musik ist tatsächlich ganz chillig, ne? Hört ihr das so? Tada! Ah, guckt euch das an. Eieiei. Spiel speichern, sehr gut. Wie gesagt, die Grafik ist nicht komplex, aber ist es mal total angenehm, auf der PlayStation keinerlei Flimmern zu haben, ja? Also, sie haben die Auflösung vollkommen hochgeschraubt, inklusive Subsampling und auch ein anständiges Anti-Aliasing. Es sieht einfach glatt aus. Aber wisst ihr, wo ich sowas schon mal gesehen habe? Also auch bei einem Spiel, was extreme Weitsicht hatte, bei Windlands. Ja? Das war technisch brillant auf der PlayStation. Oh, hier ist eher ein Bäumchen. Baum, eine Quelle ökologischen Gleichgewichts für den Planeten, reinigt die Luft, bietet Vögeln Schutz und versorgt bestimmte Tiere mit Nahrung. Garantiert hunderte von YouTube-Klicks. Sehr schön, cooler Baum. Übrigens hier, das Shading hier ist auch manchmal so ein bisschen metallisch oder so.
Das ist interessant. Und was ihr hier am Boden seht, ja, diese Drösel, die aussehen, als wenn sie so ein bisschen aus der Fläche rausragen, das ist dieses Bump-Mapping. Ne? Das ist einfach ein Grafiktrick, der aber dafür sorgt, als wenn Oberflächen nicht einfach nur glatt sind, sondern so ein bisschen Struktur haben. Ich schätze mal, hier bei den Steinchen haben sie das auch gemacht. Ja, seht ihr das? Ja, wobei, nee, hier ist es dann wieder nur so raufgemalt. Hi, MC1. Guck mal, diese komischen Dinger hier, aber die tun einem nichts. Okay. Nö. Hallo? 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 Na? Und übrigens, seht ihr das Licht und die Schatten, die sind ja auch in Echtzeit, ne? Ah, nette Geschichte. Also, diese Kugel ist scheinbar eine richtige Lichtquelle und wirft auch echt Schatten. Mein Körper wirft aber keinen Schatten. So, ich gehe mal. Ach, da hinten ist wieder so eine. Ach, hier ist auch eine Vase. Ich mach mal die ganzen Vasen kaputt. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht richtig ist. Ich kann mich übrigens nicht schneller, als ich gerade bewege, bewegen. Ja? Also entweder ich gehe hier so langsam nach vorne oder schwebe. Bam. Hier kann ich hochklettern. Ich möchte mal so einen Turm hochklettern, aber ich weiß gar nicht, ob ich so hochkomme. Die Kuh. Macht man. Lass mal gucken. Oh. Ach, das war jetzt nicht sehr hoch. Ich dachte, ich schaffe mehr. Mal gucken. Na, nee. Ach, komm schon. Das ist alles? Ich werfe immer das Ding, aber der hält hier an. Na gucken. Okay, wir haben es geschafft. Tierknochen. Für jedes Tier, das während des wöchentlichen Sabbats geopfert wird, sollen 10 weitere geboren werden. Hi Gaston. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hiervon halten soll, Leute. Mir ist das ganz schön strange. Bisher zerdepper ich irgendwelche Dinge, die hier rumstehen. Scanne Sachen. Hey, super Dexter. Und lese merkwürdige Texte. Ja, und auch wenn die Grafik sehr schlicht ist, zumindest ist sie homogen. Manchmal versuchen ja Leute, obwohl sie nur wenige Polygone haben, dann trotzdem irgendwie Fotorealismus zu machen oder so. Das endet dann meistens ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, kann ich die Kugel auch da hinten hinwerfen? Alter, tatsächlich. Respekt. Da unten? Ja, ja, nein. Oh, guck mal, aber da ist ein Raumschiff oder sowas. Da gehe ich mal hin. Wollen wir da hin? Ja, da wollen wir hin. Ich springe. Ich springe um die Dinger. Und hopp. Hey, den Angst brauchen wir hier aber auch nicht haben. Ne? Oh, da hinten steht noch eine Vase. Scheiß drauf. Ich würde mal gerne wissen, was die komischen Kühe hier machen. Also ob die irgendeinen Auftrag haben. Rettungskapsel wegen seinem dringenden Heilungsbedarfs zog der Planet willkürlich jeden an, der sich dem magnetischen Kraftfeld nähert. Aha. Merkwürdig. Hallo. Naja, ey, Falcon Age hat schon noch ein bisschen mehr Details, ne? Also, man merkt dem hier noch sehr seine mobile Vergangenheit an, würde ich sagen. Meißel, ein Werkzeug, mit dem das Leben der Gesellschaft im Stein festgehalten wurde. Bevor die Eclipse über sie kam, florierte die Gesellschaft. Okay, okay. Kann ich auch so ein... Nee, kann ich nicht. Dann stürzen wir uns mal runter hier wieder, ne? Oder? Gehen wir da auch noch hin? Nee, brauchen wir nicht. Ach Gott, ich kann hier gar nicht runterspringen. Fieser Scheiß.
Ich fand nämlich diese Stelen hier, die sehen ganz cool aus. Aber was ein bisschen nervt, ich muss immer beim Drehen, heißt bei der Alten, muss ich immer mehrmals klicken, um mich weiter zu drehen. Ja, der hält immer nach der 15 Grad Drehung an. Das nervt ein bisschen, ich muss die ganze Zeit hier rudern, um mich zu orientieren. Ach, guck mal. Die sind irgendwie dem Ding hinterhergelaufen eben. Wartet mal. Oh, was ist da los? Ich glaube, der Sternstaub hat einen Sinn. Ich bin ja eben an so ein Artefakt gekommen, da musste ich die Kugel rauflegen und das wurde erst durch den Staub aktiviert. Ja, also ich glaube schon, dass ich das hier irgendwie einsammeln muss. Ich meine, das ist das Einzige, was ich bisher zu tun habe. Jetzt lass mir das doch. Wisst ihr was? Ich versuche mal, ob diese komischen Stiere... Oh, Alter! Ja, sehr gut. Die haben ja alles weggerammelt. Fantastisch. Wenn die heiligen Schriften des Propheten im Angesicht dieser Statuen vorgelesen werden, sollt ihr reich belohnt werden. Verdammt. Hat jemand heilige Schriften, die ich vorlesen kann? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ein Puzzle war, dass ich die Kugel werfen musste und die Kühe da die Wand einrammeln. Interessant. Aber seht ihr das auch da hinten, wenn ich weit weg bin, dann versinkt die Landschaft auch so ein bisschen in so einem diesigen atmosphärischen Effekt. Ne? Also eigentlich doch alles ganz süß. Okay, genau, hier steht auch nochmal, wenn ich das Touchpad drücke, dann gibt es das Menü. Da ist aber nicht viel einzustellen, außer Vignetten. Haben wir schon erlebt. Und, oh, hier müssen wir schweben. Ah, das wirkt jetzt aber mysteriös hier. Uiuiui. Die Bäume des Lebens geben den Weg frei. Und Johnny kugelt sich. Ah, wer bist du denn? Freund. Bist du ein Roboter? Nee, ich bin so eine Art Astronaut, glaube ich. Lang lebe er, der über uns wacht. Oh Gott, okay. Ich bin ein Astronaut. Ich bin hier offensichtlich auch abgestürzt. Und... Aber hier scheinen schon mehrere abgestürzt zu sein. So viel habe ich jetzt rausgekriegt, ja. Und ich kann hier Sachen zerdeppern. Das ist das, was ich gerade über das Spiel weiß. Und es geht 3 plus Stunden übrigens. Ja? Also für 15 Euro 3 plus Stunden Schalen zerdeppern. Mal gucken, ob noch mehr passiert. Ah, guckt euch das an hier. Okay. Die wussten, dass ich komme, merkt ihr? Ein Ballastronaut, klassischer Ballastronaut. So, ich muss leider meinem Hobby nachgehen und hier Sachen zerstören. Scheiße auf deren Kultur. Ich weiß nur nicht, ob mir das wirklich irgendwas bringt. Das ist ein bisschen schade. Ist hier noch eine Sache? Ja. Und da ist auch noch eine Sache. Verdammt. Echt jetzt, Sebastian? Hast du es auf dem Daydream... Daydream war übrigens der Name, den ich gerade gesucht habe. Hast du es da mal durchgespielt? Ich habe gelesen, dass es auf dem Daydream, dass es das beste Spiel gewesen sein soll. Aber auf der PlayStation wirkt es ein bisschen merkwürdig, sag ich mal erstmal, ne? Durchgesuchtet. Ach, cool. Kannst du mal ein paar Tipps geben? Der Nordturm steht auf dem heiligen Boden des Propheten. Wer feige oder selbstsüchtig ist, kann diesen Ort nicht betreten. Tja, Leute, dann sind wir hier fertig. Pump. Ah.
hier da? Ist etwas? Ein Buch. Es ist ein Buch erschienen. Und der Prophet sagt zu seinen Anhängern: Die Glocke, immer die Glocke drücken. Die Eklipse wird mir ungeahnte Macht verleihen, mit der ich diesen Planeten heilen werde. Stimmt gar nicht, ne? Ich kenne den Propheten noch. Die sind alle falsch. Kelche. Ein Anhänger, der aus dem Kelch des Propheten trinkt, wird ewiges Leben versprochen. Hey. Okay, den Kelch kann ich nicht zerkloppen. Aber sag mal, Sebastian, ich habe hier einen leblosen linken Arm, der mich nur mit nach oben geht, wenn ich so springe. Mit dem kann ich nichts machen. Siehst du? Der hängt hier nur so. Was soll denn das? War das immer so auf dem Daydream? Hatte man da kaputte linke Arme? Nein, ich will sehen. Lasst mich. Oh nein, ich hatte das Gefühl, da oben ist noch irgendeine Sache gewesen. Na, scheiß drauf. Ah, guck mal, jetzt kommt hier was. Fliege durch das Gas, um den Jetpack im Flug aufzutanken. Ah. Erstmal scannen, ne? Immer erstmal scannen, was das hier alles ist. Pflanzenkapsel gibt Helium ab, verlängert den Aufstieg des Jetpacks. Na los. Verlänger meinen Aufstieg. Großartig. Ja, ich frag mich immer noch, warum ich gestern Stormland gespielt habe und nicht das hier. So. Komm schon. Die armen Daydream-Menschen, was die sich haben, alles gefallen lassen müssen. Oh, scheiße. Nee, das habe ich nicht geschafft. Ich hab's versaut. Sorry. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wann war das? Also, das war doch dann aber auch irgendwie 2016, oder nicht? Das Game wurde nämlich ursprünglich für PlayStation angekündigt. Und dann haben die frechen Daydreamers haben das geklaut, ja? Achso, ja, ich kann mich hier richtig wieder aufladen. Dann steige ich mal hoch, lade mich wieder auf. Und jetzt schaffen wir das. Wir schaffen das, Leute. Wir müssen drauf. Oh, guck mal hier. Ey, aber okay, das kam für Mobile raus, ja. Wenn man sich aber vorstellt, dass zeitgleich auf der PlayStation sowas rauskam wie Resident 7, Evil 7 und so, ne? Und Rix und so eine Geschichten da. Na gut. Gott sei Dank bekommen wir das jetzt trotzdem hier. Das Artefakt beginnt zu kreisen. R2 gedrückt um das Spiegel. Was? Oh, da liegt ein Astronaut. Ach, Rangi fand ich gar nicht so schlecht. Es lief auf deinem Handy, okay. Na gut, ja. Ich finde tatsächlich, die Stimmung hier ist irgendwie interessant, ne? Also die ganze Musik und so, alles sehr chillig noch momentan. Ich schätze aber mal, guck mal hier, jetzt hört es langsam auf, ne? Die sehen aus, als wenn sie vor irgendwas weggelaufen. Ja, und dabei aber vergessen haben, was los ist. Und die Musik passt sehr gut, finde ich, ja? Die ist nicht so aufdringlich. Ah, seht ihr das? Was? Tut mir leid. Hi, Slady. So, ich mach mal meinen Job und Sachen kaputt. Das hat nicht geklappt. Ist schon 20 Uhr. Eigentlich wollte ich dir auch zugucken, Sebastian, aber jetzt bin ich gerade neugierig, wie das hier weitergeht, muss ich gestehen. Ich guck mir die Konserve an. Sollte eine weitere Eclipse uns heimsuchen, wird sich der Prophet wieder erheben. Wird er nicht, oder? Wer weiß. Du wirst deine Reise durch diese Welt fortsetzen, bis du sie geheilt hast. Okay. Dann mache ich das. Ich bin der Prophet, glaube ich. Kann das sein? Dusch. Würde ein Prophet sowas machen? Nee, ne?
Übrigens, diese Art von Grafik könnt ihr schon mal abspeichern. Das ist die Optik, die Honor and Duty D-Day demnächst haben wird auf der PlayStation Pro. Vogelflügel, dies ist ein Geschenk des Planeten, ein Zeichen dafür, dass er heilt. Sehr gut. So, ja, denn unser guter Richie Strange ist gerade sehr bemüht, die Low-Poly-Grafik von Honor and Duty mit Texturen zu versehen, ja, damit das Spiel besser wird. Ich bin echt hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Einfach nur Auflösung hochdrehen, so wie hier, ne? Guck mal. Alles kristallklar, perfekteste Auflösung. Sowas lasse ich mir gerne gefallen. Hi Bernd. Verhindere die nächsten Eclipse, um den Planeten zu retten. Mach ich. Okay. Warte. Ich finde die Musik auch sehr chill, muss ich sagen. Das Artefakt ist sehr mächtig. Es kann zerstören oder heilen. Oder Dinge in zwei Sachen teilen. Es liegt an dir. Und nicht an mir. Ich komme mir nur so blöd vor, einfach hier meine Sachen zu zerditschen. Das kann doch nicht sein, oder? Ich mach's trotzdem. Irgendwie macht es Spaß. Zack. Ich habe auch keine Anzeige oder so, dass er sagt, so, er hat genug zerditscht. Wobei hier an meinem Arm... Nee, das ist was anderes. Und da oben, da ist noch so ein Portal. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hoch zu dem Tempel. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wäre das Spiel 2016 rausgekommen, dann wäre es eigentlich auch noch ganz cool gewesen. Aber mittlerweile haben wir halt auf der PlayStation echt krasse Sachen gesehen, ne? Einfach nur so eine... Erinnert ihr euch noch an... Scheiße, wie hieß denn das? Wo man eigentlich auch über so einen toten Planeten rannte. Ah, fuck, wie hieß das Spiel? Wo man auch so in ganz viele so Untergrundsachen musste, so in Höhlen. Und da gab es auch so eine verstorbene Zivilisation. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen. Ich habe es komplett durchgespielt. Und als ich es durchgespielt hatte, kam irgendwie 2 Wochen später... Ja, mal gucken, was noch passiert, ne? Solus, ja, dankeschön. Solus Project hieß das, ne? 2 Wochen später kam dann, nicht das Mars-Spiel, kam dann ein Patch raus für die PlayStation Pro, dass die Grafik eine bessere Auflösung bekam. Ja, da war ich sehr genervt. Die Grafik war nämlich eher mau, aber bevor Skyrim und sowas rauskam, war das das erste Spiel, was quasi Open World war, ja? Man konnte auch so über den Planeten schleichen, alte Kulturen erforschen. Und irgendwie war es total blöd, aber irgendwie auch total spannend. Ja, und das haben wir gemacht damals. Wir hatten ja nichts anderes. Oh, guck mal hier. Ein Messer. Moment. Scannen. Zeremonielle Klinge. Der schwarze Nebel wurde aus dem Blut des Propheten geboren. Echt jetzt? Sterbe immer nach 10 Sekunden. Du kannst aber bei Solus Project ausstellen. Genau, das hatte nämlich auch so einen Survival-Aspekt. Ja, man musste sich ständig ernähren und durfte nicht kalt werden und so. Das kannst du aber ausschalten. Okay. Boom. Was? Irgendwas passiert. Ach du Scheiße. Aber das ist jetzt ein bisschen creepy. Schwarzer Neubau. Und wieder fertig, oder was? Telekinese. Benutze linker Stick, um dich zu bewegen. Ja, genau. Du kannst bei Solus Project sagen, ich möchte einfach nur so Abenteuer-Geschichten-Modus. Nee, ich habe nämlich das auch ohne gespielt, weil ich das zu anstrengend fand. Benutze linker Stick, um dich zu bewegen. Mach ich doch. Beuge den Handgelenk, um dich nach oben... Einer von mir? Warte mal kurz. Beuge dein Handgelenk um dich nach oben und unten. Ich kann den Text nicht lesen, der ist immer sofort wieder weg. Zu bewegen. Beuge dein Handgelenk? Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Und warum? Was ist denn das? Ach Gott, ich kann... Okay. Ich
kann hier Sachen weg telekinieren. Aber während ich das mache, kann ich mich nicht bewegen. Okay, aber ich kann die Statue jetzt hier wegmachen. Fein, fein. Ich muss aber mir nach das da oben angucken. Wie komme ich denn da hin? Oder kann ich mich jetzt selber dahin telekinesen? Keine Ahnung. Ja, aber man kriegt immer mehr Fähigkeiten, ne? Ganz interessant. Bin mal spannend. Vielleicht kann ich ja auch... Ne, die da oben kann ich nicht telekinieren. Beuge angelenkt. Oh. Oh, jetzt ist tatsächlich 20 Uhr. Wartet mal. Stell den Timer auf 30 Minuten. Jetzt ist aber tatsächlich auch meine Neugier geweckt hier. Ey. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Ich muss jetzt da oben nochmal in den Tempel reinkriechen. Das hilft alles nichts. Jetzt, wo ich der Telekinese-Chef bin. Erst landen und wieder aufladen. So. Ja, ja. Landen, aufladen. Wir kennen die Prozedur. Landen, aufladen. Aha. Ich habe deine Kegel zerstört. Die sehen aber eigentlich ganz cool aus, ne? Guck mal her. Ich mag so Sachen mit so Leiterbahnen, Optik. Gefällt mir. Aha, das war nicht umsonst. Hier können wir wieder Statuen scannen. Nach der Eclipse wurde der Prophet mit dem Artefakt allmächtig, stärker als der Planet. Okay. Also wenn es hier eine Eclipse gibt, dann werde ich jetzt demnächst total allmächtig. Bin gespannt. Zu Ehren derjenigen, die mutig für den Propheten gekämpft haben, um die großen Rebellionen zu stoppen, wurden die Statuen errichtet. Gott, alles klar. Der Witz ist, wenn das Spiel wirklich nur ein bisschen über 3 Stunden lang ist, sollte ich hier vielleicht doch nicht so lange spielen, ne? Weil sonst seid ihr ja komplett gespoilert eigentlich. Messer und so kann ich nicht machen, ne? Ja. Keine Messer für mich. Wer gibt hier ein Dislike? Gaston, immer derselbe. Weißt du das nicht? Es gibt doch immer, bei jedem Video, was ich mache, teilweise bevor das Video losgeht, ist ein Dislike da. Ah, ich habe einen super treuen Disliker. Irgendein Typ, der mich hatet und tatsächlich sein Leben damit verbringt, jedes Video anzugucken. Oh oh, was habe ich getan? Das war so gut. Warte mal, ich werfe das mal hier rein. Dafür ist doch das Internet da. Komm schon, anonym rumhaten. Dafür wurde der Kram doch hier erfunden. Und? Na, komm schon. Ach, verdammt, das Timing ist schlecht zu finden. Jetzt. Nein. Scheiße. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt. Ja, nein. Verdammt, ich geh mal näher ran. Nö. Ich kann's nicht, Leute. Ich kann's nicht.
unterschätze immer, wie lange das Ding hier fliegt. Okay, jetzt aber. Wir schaffen das. Ja, ja, ja. Ah, fick dich doch. Okay, 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 okay. Jetzt. Ja. Scheiße. Oh, hat geklappt, hat geklappt. Großartig. Wow. So, wer bist du? Gebetsrat. Die Menschen beten vor diesem Rat, um sich vom Planeten trösten zu lassen. Oh, aber wozu sollen diese Dinger hier sein? Hallo? Komisch. Komisch, komisch. Ihr warset nicht. Ich bin aber in letzter Zeit totaler Fan von Longplays. Meinte, ich sollte das Ding hier einfach mal am Stück durchspielen. Dann muss ich aber vor das Video noch eine Spoilerwarnung schreiben. Nee, das wäre irgendwie witzlos. Ne? Mit diesem mysteriösen Artefakt wurde der Prophet allmächtig. Jetzt wissen wir doch schon, Leute. Nach Jahrzehnten voller Seuchen und Hungersnöten blieb uns keine Wahl. Wir mussten unser blindes Vertrauen in den Propheten setzen. Prophet, Prophet. Eieiei. Okay. Ey. Okay, hier scheint sie dann Rätsel zu geben. Er nutzte das Artefakt, um uns vor dem Sturm zu beschützen und während der Dürre Wasser zu geben. Ohne das Artefakt war der Prophet nur einer von uns. Gut. Durchspielen. Ich hab total Bock drauf, ey, ihr werdet lachen. Ich stehe nicht zufällig rum, die Tonkrübel. Die gehören zu einem ausgeklügelten Plan. So, ich muss mich jetzt hier erstmal schlau machen. Also, hier ist wieder so eine Statue. Das, was vom Menschen geschaffen wurde, könnte uns alle zerstören. Okay. Dann gibt's hier eine schlaue Tafel. Sollte sich das Artefakt noch in seinem Besitz befinden, wird er den Planeten zerstören. Und ein Bild, wie jemand den Planeten zerstört. Offensichtlich jemand von der Blue Man Group. Ich wusste es. Ah, Jesus. Seine Wiederauferstehung wird dann vollendet sein. Und? Achso, das geht so weiter. Und dann zerstört er den Planeten. Okay. Ich habe es in der falschen Reihenfolge gelesen. Ich hätte da links anfangen müssen. Ja, müssen wir uns gleich noch durchlesen. Kleinen Moment. Ist aber logisch, dass wir den wieder auferstehen lassen. Die Eclipse überkam uns vor langer Zeit und sie könnte wieder geschehen. Wenn die Eclipse eintritt. Die Illos sind aber witzig. Wird der Prophet Macht aus dem Planeten ziehen? Und wieder auferstehen und ihn zerstören. Okay, jetzt haben wir alles gelesen. Dann werfe ich mein Ding mal dahin. Oh, guckt euch das an. Hier ist ein Scheinwerfer angegangen. Und weil das orange ist, kann ich das telekinieren, glaube ich. Genau. Ach du Scheiße. Ich bin ja mal gespannt. Aha. Nett. Wartet, wartet, wartet. Jetzt. Lass mal los hier. Der ist jetzt auch orange geworden. Das heißt, ich kann auch den verschieben. Ja. Gut, gut. Ich schätze mal, wir müssen den vor die Tür schieben oder sowas. Hey. Strahl sieht doch nett aus. Netter Effekt. Wir schieben die Eclipse davor. Nee, ist ihm wurscht. Ich wette mit euch, das muss da sein. Ja? Ich habe das irgendwie im Gefühl. Doch nicht? Mach die Tür auf.
alle anleuchten, damit es losgeht. Oder auch nicht. Ja, der schaltet sich an. Der schaltet sich an. Richtige Reihenfolge. Ich guck mal, jetzt sind die alle aktiviert. Jetzt fahre ich zurück. Scheint nicht so einfach zu sein. Ach so, okay. Warte mal. Dann müssen wir nochmal checken. Also. Hi, Animaus. Wenn die Eclipse eintritt, dann zieht er Energie aus dem Planeten. Ja, soweit sind wir auch. Vielleicht muss die Kugel ja davor. Doch, aber irgendwas macht die, ne? Also der Kreis leuchtet erst, wenn die Kugel davor ist. Hier ist ja noch eine Kugel. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Das ist nämlich der Mond. Die muss die Eclipse erzeugen. Ja, ja. Pass auf. Jetzt geht's aber los hier. Scheiß. Gibt es hier noch eine Kugel? Nee. Ich hab's geschafft, Leute. Eclipse. Ja? Mutensen. Der Rätselbade. Destroy the Tower. Na gut. Machen wir doch glatt. Okay, wenn er uns erwischt, schießt er. Hallo. Schießt doch. Ja, ich hau lieber ab. Wächterstatue. Deaktiviere die Statue, indem du ihren Kopf zerstörst. Ach du Scheiße. Na gut. Kriegen wir hin. Ah, ich wollte den Kopf eigentlich zerstört haben. Aber ich schaffe es nicht. Da nicht hinwerfen. Na gut, dann anders. Wir landen mal hier auf dem Vogel. Nein. Jetzt haben wir nur einen Versuch. Verdammte Axt. Genau, ich muss den Kopf zerstören. Aber wie komme ich denn zu dem Kopf? Kann ich nicht oben hinwerfen? Okay, jetzt aber nie. Ich kann ihn nicht zerstören. Guck mal, jetzt stehe ich so drauf hier. Ah ja. Scheiße. Ah, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich brauche einen Tipp. Zerstören. Ich meine, ich treffe ihn einfach nicht, ja? Und ich habe hier nicht viel Spielraum. Also der Ball findet seinen Weg alleine, ja? Ich kann da nicht ernsthaft draufwerfen. Der Arm ist hier nur so festgeklebt an meiner rechten Körperseite. Ja, der ist abgeprallt. Gesehen? Vielleicht muss ich auf dieser Plattform stehen, damit irgendwas... Ich geh einfach hinter die Statue gucken. Ja, genau. Vielleicht ist es das. Ich habe das Gefühl, ich muss da auf der Plattform vorne stehen. Das ist echt ein Rätsel. Ja, die reißen mich immer ab. Scheiße. Jetzt hatte der sich gedreht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Verfluchtes Ding.
Lass mich in Ruhe. So, ich lande nochmal hier. Okay, jetzt stelle ich mich drauf. Ah, oh, fuck. Irgendwas ist gerade passiert, aber es hat nicht gereicht. Jetzt hat er gerade geschossen. Ich lande hier. Also ich muss von hier treffen, auf jeden Fall. Aber ich treffe nicht. Ah, fuck. Komm schon. Mit dem Schalter schalte ich irgendein Kraftfeld aus. Ja. Boah, das war aufregend. Ja, ja, das war richtig aufregend, Leute. Krasser Scheiß. Und der Prophet schrieb: Mein Tod ist nur vorübergehend, denn ich werde wiedergeboren werden. Ach, das sind sie auch alle, ne? Zack, Tür auf. War schon wieder ein roter Knopf. Aber kein Ärger jetzt, ja. Ah, nein! Achso. Ich dachte, er schießt jetzt auch wieder auf mich. Hallo? Ah. Ich habe halt keinen Bock, weil es so anstrengend wird, aber dann habe ich es ja doch geschafft. Guck mal, wie episch können sie aber hier, ne? Ach du Scheiße, guck mich alle an. Ja, guck mich an. Ich bin der Prophet oder auch nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Ich war es nicht. Da drin? Der Kreis der Wiedergeburt schließt sich. Leute, ihr macht mir Angst. Was wollt ihr von mir? Ich gehe hier rein. Hier ist bestimmt sicher. Spielsicher, okay. Gravitation senke die aktivieren. Rote Gravitation senke stoßen. Das Atem. Scheiß. Ich will das auf das Blaue werfen. Hör auf damit. Was soll denn das? Rote Gravitation senkt, stoßen das Artefakt ab. Ja und? Was ist denn hier? Kann ich nicht. Hier komme ich nicht raus. Und was ist mit dem Blauen? Kann ich nicht auf das Blaue werfen? Hi, FCB. Hm, das ist aber... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Weiß so vielleicht. Blau treffen durch Abprallen. Ach so. Okay, okay, aber... Warte mal. Ah, jetzt... Vielleicht kriege ich es so hin. Ganz schön... Also dadurch, dass ich dann nicht wirklich selber werfe, habe ich eigentlich nur die Chance, hier rauszukriegen, aus welcher Richtung ich werfen muss, damit es funktioniert. Okay, das war ja schon mal was anderes. Oh, fuck. Okay, das war's. Ja, wir haben den roten kaputt gemacht. Sehr gut. Wenn ich eins gelernt habe aus diesem Spiel, kaputt machen ist gut. Alles klar. Oh, shit. Oh. Maschine, Maschine. Ich weiß ja nicht. Stellt euch mal vor, das Ganze wäre jetzt mit total schicker, moderner Grafik, ja?
wäre dann immer noch ein Spiel, wo wir von Location zu Location gehen und jedes Mal irgendwie so, ja, werf irgendwas hier gegen, werf irgendwas dagegen. Schon ganz interessant, ja, ob das jetzt so geil ist, weiß ich noch nicht. Also was mich momentan noch bei der Stange hält, ist tatsächlich so ein bisschen die mysteriöse Geschichte hier. Und die entspannte Stimmung, die mag ich. Man sieht total viele Planeten hier in der Atmosphäre. Ist auch komisch. Na gut. Guck mal, ich glaube, wir müssen hier die Stromzufuhr kappen oder was. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht in 2D. Ja, Ende des Monats kam noch was, am 21. Ich weiß noch nicht mehr was. Schon mal vergessen. Guck bitte nochmal in mein Video. Nein, das ist vom Mobile kommt das Spiel. Deswegen. Der Prophet schrieb über die Maschinen, das Leben des Planeten wird die Energie für unsere Königreiche liefern. Na gut. Wird es nicht, sobald ich hier ausschalte, Leute. Dann werdet ihr jetzt sehen, was ihr davon habt. So, siehst du? Zack, bumm. Scheißmaschine kaputt. Prophet hin oder her. So sieht das aus. Und das schleppe ich jetzt dahin. Ja. Nee. Da muss ich widersprechen. Es gibt ein Spiel, das auch von Gear VR und so kam. Nämlich Daedalus von den Red Matter-Machern. Das fand ich fantastisch. Das sieht bombastisch aus. Ja? Und das hat sozusagen dieselben Wurzeln. Also das kommt aus derselben technischen Ecke wie dieses Spiel hier. Und das sah einfach nur großartig aus. Ich habe mir das für die Quest gekauft. Daedalus, genau im Store. Ich habe die Entwickler auch immer gefragt, warum sie nicht nochmal einen PlayStation-Port machen. Achso, übrigens, das war, falls ihr es nicht gesehen habt, das war meine Idee, das blöde Ding auf das rote Ding aufzustellen, damit er aufhört, hier rumzunörgeln. Voila, wir haben alles zerstört. Toll. Ich glaube, hier passiert noch was. Jetzt geht die schon wieder an. Ah, wir müssen noch mehr zerstören. Haben wir es kaputt gemacht. Jetzt kann der Typ nämlich nicht mehr wieder auferstehen, glaube ich, oder so. Alter, wir haben ja alles kaputt gemacht. Mann, ich weiß aber auch nicht, ob das so toll ist. Auf einem fremden Planeten lagen und erstmal alles zerditschen, was die Leute sich hier aufgebaut haben. Ja. Ja, wie gesagt, also guckt euch, wenn ihr denkt, oder wenn ihr mal sehen wollt, was man aus einem Handy VR-Spiel rausholen kann, dann guckt euch Daedalus an. Ja, das fand ich extrem beeindruckend. Das sieht so gut aus. Und hat auch ganz tollen Sound und total schöne Stimmung. Ich wollte davon auch mal ein Let's Play machen, aber die Quest zerschießt die Aufnahmen total. Ja, das ging leider nicht. Also ich konnte das nicht in Qualität, die ich euch zeigen wollte, aufnehmen, leider. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt aber mal spontan hier doch Feierabend. In Daedalus? Auch gute Frage, ich habe das ein bisschen vergessen. Man hängt da auch nur so ab. Also, da muss man auch... Oh ja, Windlands für die Quest wäre cool. In Daedalus muss man auch, das springt man auch so von Ort zu Ort. Allerdings ist die Steuerung ein bisschen spezieller und viele sind tatsächlich auch so Physikrätsel, die man machen muss, die aber auch unmittelbar mit der Steuerung zusammenhängen. Aber wie
gesagt, was da vollkommen krass war, ist die Grafik. Die sieht nämlich, also man ist auch in so ein bisschen, ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Man ist auch immer in so einem geschlossenen Area, so wie hier, so, nur dass zu allen Seiten zu ist und dann muss man auf die andere Seite des Raums kommen. Ja, muss ich mal wieder, ja, merkst selber, ne? Ich möchte natürlich auch, wenn es so neue Titel gibt, mir die angucken, ne? Und No Man's Sky hat immer so einen Appeal auf mich, dass ich da dann gleich mehrere Stunden verbringen möchte. Und jetzt über Weihnachten rum war mir erstmal wichtig, die Oculus Rift S, die ich geliehen hatte, auszutesten. Läuft ja nicht weg. Ich glaube, No Man's Sky, da haben wir noch lange was von. Ja, das reicht auch, wenn ich das auf der PlayStation 5 dann weiterspiele, ehrlich gesagt. So Leute, aber ich mach mal an der Stelle Schluss. Wenn ich das jetzt komplett durchspiele, ist das wirklich ein bisschen witzlos. Ich würde sagen, ich ziehe mal ein kurzes Fazit von dem, was ich bisher erlebt habe. Also, es fühlt sich inhaltlich jetzt tatsächlich deutlich nach dem Handyspiel an, ja. Ist nicht viel los. Bisschen nette Rätsel. Shadow Legend, genau. Bisschen nette Rätsel mit sehr einfacher Grafik, aber für das, was es war, nämlich ein Handyspiel, es ist alles sehr ordentlich gemacht. Ja, also die Grafik ist für Handyverhältnisse eigentlich nett und interessant. Die Stimmung ist sehr schön. Es gibt sehr schöne Musik und Soundeffekte. 15 Euro ist jetzt nicht so viel Geld, aber für 15 Euro haben wir mittlerweile auch schon ein anderes Niveau bekommen. Ne? Also könnt ihr aber selbst entscheiden. Also wenn ihr Bock habt, einfach auf so ein Abenteuer. Ich finde ganz spannend, was jetzt hier am Ende bei rauskommen wird. Ne? Also so eine kleine Story. Man kann es mit dem Gamepad spielen, ist auch mal ganz angenehm. Ne? Nicht immer mit den Moves rumfuchteln. Es hat Smooth Turn. Dexter, den habe ich nur ausgeschaltet, weil ich da keinen Bock drauf habe. Hier, da, glatt. Siehst du? Lala, lala. Ich bin gesmoothed und geturnt. Und Dexter ist gehörnt. Jetzt musst du es dir kaufen. Scheiße, ey. Wartriver, hi. Wieso ist jetzt hier? Ich wollte noch das Ding da oben lesen. Ja, gerne. Das hat mich auch selber interessiert, ehrlich gesagt. Ich finde das immer ganz interessant. Wie gesagt, dieser Titel war für die PlayStation. Sollte eigentlich ein Launch-Titel sein. Und Google hat den dann für sich reserviert. Ein Fettarschbaron. Ich muss jetzt mal lachen, wenn ich den Namen sehe. Google hat das für sich reserviert. Und ich war immer ein bisschen enttäuscht, weil der Trailer oder so sah eigentlich immer ganz interessant aus, ne? Das erinnert ja, das ist ja also ein typischer Titel so. Ich glaube, das Original Myst oder so hat diese Art von Spielen damals erfunden. Ja? Also irgendwie spannende Grafik, mystisch und Rätsel und so. Ja? Kann ich tatsächlich auch was abgewinnen, gerade in VR. Allerdings, sagen wir so, nachdem ich gestern 2-3 Stunden wieder in Stormland rumgerannt bin, muss ich schon ganz schön die Arschbacken zusammenzukneifen, um jetzt diese Grafik hier auch noch voll fetzig zu finden. Aber für Handy-Grafik macht er einen guten Job. Und vor allen Dingen, was auch nicht selbstverständlich ist, sie ist kristallklar. Ja? Es ist echt mal angenehm, auf der PlayStation kein Jittern, gar nichts zu haben. Es sieht aus wie in Windlands hier. Und das ist eine schöne Geschichte. Und jetzt fliege ich noch darüber und lese den Text. Verdammten Gebetsuhr. Trommel, Mühle, Gebetsmühle. Gebetsrat Anu, bitte rette uns, denn wir wissen nicht, was wir da bauen. Hä? What the fuck? What the fuck? Meint ihr, wir können da oben hinfliegen? Nee, das geht nicht, ne? Warte mal. Da oben meine ich. Und dann über den Rand des Levels. Das geht ganz sicher nicht. Das werde ich jetzt noch versuchen. Nee,
würde mich wundern, wenn ich da oben hinkomme. Das würde keinen Sinn ergeben. Mal gucken. Meine Haut, ich bin fast! Fast! Fast da. Ja, ich teste die Grenzen. Ich will wissen, wo VR mit uns hingeht. Wenn ich hier an den Rändern stehen kann, kann ich aber nicht. Nee, da ist eine unsichtbare Mauer. Okay, Gott. Da benutze ich meine Telekinese-Kräfte. Um die... Was mache ich denn jetzt damit? Um das da links und rechts zu schieben. Bringt auch nichts. Dann werfe ich die Kugel. Und sie prallt ab und befördert uns. Nee. Kinder, das war's. Wir haben jetzt satte 40 plus 30 sind 70 Minuten, also ein bisschen über eine Stunde. Das ist für ein First Impression sehr viel. Ja, ich glaube, ich habe jetzt bestimmt das halbe Spiel schon durchgespielt. Auf den roten Schalter stellen, sehr gute Idee. Hi Thomas, wir machen gerade Feierabend, ich bin gerade bei der Verabschiedung. Nee, Dexter, nur den Ball lässt er abprallen, nicht mich selber. Schade. Alter, aber den richtig hoch. Hier, die Ballgeschichte haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht, ne? Der fühlt sich irgendwie cool an. Wäre mal echt interessant gewesen, was sie aus dem Spiel gemacht hätten, wenn es wirklich zuallererst für PlayStation rausgekommen wäre. Ne? Ich könnte mir die Grafik hier vorstellen. Stellt euch mal vor, so ein bisschen so wie God of War, alles ein bisschen episch und fein modelliert. Das wäre schon sehr beeindruckend. Und würde gehen. Ne? Also die selbst wenn das hier um mich herum jetzt alles super realistisch und detailliert wäre, das würde in der PlayStation 4 noch keine Kopfschmerzen bereiten. Na gut. Metallic Shader. Haben sie ja sogar hier, ne? Also die Shader haben sie im Verhältnis zur Daydream-Version ein bisschen aufgebohrt, aber an der Geometrie haben sie halt nichts gemacht. Leute. Na gut. Meine Lieben, das war es erstmal von mir. Macht euch noch einen schönen Abend. Morgen treffen wir uns dann hoffentlich bei der Live-Show. Und ich muss mal gucken, ich hätte Bock, wieder ein bisschen mit euch rumzutelefonieren übrigens. Ja? Also falls ihr unsicher seid, ob euer Discord-Telefonier-Ding funktioniert, dann verabredet euch mal im Knuddel-Chat vor 18 Jahren und probiert es da mit jemandem aus. Bis dann, tschüssi. Ein Däumchen drücken bitte. Bye-bye.